Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts, Freunde. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, nächste Woche kommt ein extrem cooles Video auf euch zu. Und zwar haben wir uns in Berlin gerade was Neues, richtig Nices aufgebaut. Und das wird jetzt am Wochenende beginnen. Es geht ja um eine Liga. Und die wird Darts Pool Super League heißen. Und ich habe mir gedacht, dass ich von jedem Spieltag, der dort stattfindet, einen kleinen Vlog mache. Das heißt einfach, dass ich euch mitnehme. Ich bin Teil dieser Super League und das sind die 10 mit der besten Spieler in Berlin. Und deswegen dachte ich mir, ist doch richtig cool. Dann kann ich es als Video nutzen und euch die Darts Elite in Berlin so ein bisschen vorstellen. Und es wird eine richtig krasse Zeit, Mann. Es wird mich auch sportlich, also das wird für mich, ich will das Preisgeld nicht haben, so. Ich werde es auch nicht annehmen, weil es von Darts Pool kommt. Aber ich will das als perfektes Training für mich nutzen. Ich freue mich da so krass drauf, einfach man spielt gegen alle 9 anderen pro Spieltag, Best of 8 Legs. Und das heißt, da wird, also ist ein Unentschied möglich und da wird im schlechtesten Fall spielst du 72 Legs am Stück und dann ist der Arm auch weg. Aber das wird für mich die geilste Trainingszeit und ich habe auch sehr viele von denen schon geschlagen, habe schon gegen viele von denen verloren, das heißt richtig geil, Mann, ich werde wahrscheinlich am unteren Tabellenende, Mitte, unten so sein am Ende, aber es wird eine richtig lehrreiche, geile Zeit und so eine Trainingsmöglichkeit hat einfach niemand und da freue ich mich übelst drüber und da werde ich euch mitnehmen. So, das wollte ich loswerden und dann hat der gute Giacomo Pietrosanti, man sieht es hier, hat wieder ein neues Video gemacht und ihr wisst ja, ich muss darauf reagieren, wenn er ein neues Video macht. Best Darts Checkouts of the last 10 years. Giacomo, I put a text for you in the description, then you can read it and translate it to your language. Weil er immer nicht genau versteht, ist mir aufgefallen, dass ich immer sage, abonniert ihn und dass ich ihn pushen will. Und er dachte am Anfang, dass ich die Videos klaue und jetzt hat er es verstanden, hat sich letztes Mal bedankt, aber ich will ihm nochmal einen Text schreiben und so. Genau, weil er macht die besten Edits meiner Meinung nach in der Darts Community. Und ja, deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das Video an. Best Checkouts, letzte 10 Jahre ohne neuen Data. Apropos neuen Data. Es gibt natürlich den von Smith in der Premier League, aber ich glaube, den haben wir jetzt alle schon gesehen, müssen wir jetzt nicht nochmal angucken. Fand ich eh, die Reaction wurde ein bisschen von der Kameraführung am Ende verkackt, weil ihr habt es wahrscheinlich selber gesehen, dass die Kamerafahrt auf Doppel 2 ging statt auf Doppel 12. So, weiß auch nicht, wie das passieren kann bei einem Neuner, vor allem bei 180, 141 ist ja klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt und dass es entweder auf Doppel 18 endet oder auf Doppel 12. Also es gibt natürlich theoretisch gesehen mehr Möglichkeiten, aber das sind die beiden wahrscheinlichsten. Gut, egal. Ihr könnt dem Video gerne Bewertung hinterlassen. Danke, dass ihr die geilste Community überhaupt seid. Ich bin so happy, auch wenn ich Gameplay hochlade. Das Feedback und so ist einfach nice. Und deswegen kommt heute mal wieder eine Reaction. Best Darts, Checkouts. Und wir lassen uns einfach berieseln, würde ich sagen. So, I mean, you recall 146. 146. Now, this for the Wettrad, nicht for the Wettrad, oh, mit holländischen Kommentatoren. Ich sage Triple 19, Triple 19. Whitlock nu. Jawohl. Denke Triple 19 raak, noch ein Triple 19. Genauso habe ich den letzten Spieltag verpasst. Whitlock. Nee. Ja. Zum Match auch noch. Geil. War das das, wo er das Comeback gemacht hat? Ich glaube, ein paar Sachen haben wir bestimmt schon gesehen. Richtig geil. Ich habe es beim letzten Spieltag auch verkackt, genauso. Ich habe Triple 19, Triple 19 und dann Schlaganfall. Aber echt witzig, Mann. Wir haben auch gestern unser erstes Teamspiel mit dem neuen Team im Pokalviertelfinale verloren. Ich habe einmal, also gegen einen Typen stand ich nach 9 Darts auf 96, also 140, 140, 125 habe ich geworfen, stehe auf 96 und schaffe das Leg dann mit 30 Darts auf Doppel 1 zu checken, komplettes Schlaganfall-Leg. Ein Leg später stehe ich nach 12 Darts auf Tops mit einer 180, also ich weiß nicht, ich habe gestern so gut gescored, aber das ist eigentlich für mich wichtig, dass ich das Scoring ein bisschen mehr drin habe, Doppel werden schon wiederkommen. Ja, richtig geil und das Team hat dann leider verloren, das war natürlich nicht geil, aber wir müssen das auch mal lernen, als Team zu verlieren. So, es gehört einfach dazu, auch mal zu verlieren, das ist ganz wichtig. Danach habe ich noch gegen einen sehr guten Griechen gespielt, weil Janni war nämlich auch da, gegen Ballas heißt der. Und der hat auch Development Tour und Q-School gespielt und dann haben wir Best of 9 noch gespielt. Da habe ich sogar über die 7 Legs, also er hat 5-2, glaube ich, oder 5-3 hat er gewonnen. Habe ich auch 73 gespielt im Average, also konstant über so viele Legs, war auf jeden Fall eins meiner besten Spiele bisher und war auch cool, Janni mal zu beweisen, dass ich mittlerweile ganz gut geworden bin. So, weiter geht's. Sorry, für, dass ich heute ein bisschen, ich mixe ein bisschen Reaction und ein bisschen, was ist mir so passiert in letzter Zeit. Ich hoffe, das ist okay. Oh, das war im Halbfinale der Premier League. Geil, dass er hier auch die Momente, also dass er auch geile Matches und Game Shots genommen hat, die auch Matches entscheiden. Das finde ich immer übelst wichtig, weil so ein normaler geiler Check, so 170 zum 1-0, das juckt nicht. Aber hier 116, um ins Premier League Finale zu kommen, ist dieser andere Hase.
Erstmal ein Like da lassen hier. Zack. But he didn't think he would get. And he's gonna get it out. Tops. A double chop to win. Oh, ist das gut. Ist das gut, ey. 140 zum Match. Oh, Gary, das ist so eine Tops-Maschine. Sag nicht, er geht Tops. Er geht Triple 20, oder? Er geht Triple 20. Ja, Doppel 10. Alter, krass. Das liebe ich, diese Reaction, wenn man verliert. So, oh, das war sogar gut gespielt. Ich habe auch mittlerweile gelernt, immer zu sagen, gut gespielt zum Gegner. Das hat auch ein bisschen gedauert, ey. Also mittlerweile bin ich ein ganz guter Verlierer geworden. Das war auch mein Ziel, weil wenn man keine Angst vorm Verlieren hat, hat man auch keine Angst vorm Gewinn, Freunde. Okay, das war natürlich in dem Spiel der Spiele und da hat Cross natürlich zum 3 261 gecheckt. Ach, dieser Weg auch noch. Alter. Mittiger geht's, glaube ich, nicht. Mann, das war so ein geiles Spiel, ey. Das war das einzige Mal, dass Sonny mit mir Dart geguckt hat. Ich werde es nie vergessen. Okay. 157 zum Match, kann man auch mal machen. This numerically is lower, but in the context of everything, it's massive. Look at this. Oh. Checkout sind einfach das Geilste, so 180 hin und her, aber Checkout ist lecker. Und Lewis wusste einfach, das war. Das haben wir neulich, glaube ich, schon mal geguckt. Das haben wir auf jeden Fall neulich geguckt hier. Wo Ray ist jetzt 145 checkt und im Leg danach Webster 156. Oder sowas ähnliches. Eigentlich ein schlauer Weg, dass du dann noch Triple 16 gehst, weil du schon unten bist. He can't, can he? Well, this will be incredible. We saw Dave Chisnall hit 157, didn't we, against Adrian Lewis? Da dachte er auch, er gewinnt das Ding safe. Ach, haben sie nicht reingeschnitten, das Checkout danach? Okay. Und 160 von Wes Newton mit dem legendären schrägen Kopfwurfstil. Grüße an David an der Stelle. Geil. 1, 2, 3, das ist so lecker. Das war Grand Prix-Finale. Oh, 147 ist sowieso. Das wäre mein Traumfinish beim neuen Data. Ja, habe ich gestern auch verpasst. 113 auf Triple 19 und dann Doppel 18 verpasst. Oh. Macht Lewis jetzt hier echt die 98 aus Skinsaver? Oh, ist das. Also besser geht's ja nicht. Mittiger ging es ja echt nicht. Nein. Er hat das Spiel auf 161 gewonnen, hat vier Sets am Stück geholt. Das glaube ich nicht. Ja, das kennt. Ich glaube, das kennt fast jeder. Das war so Price erster Moment, wo er richtig aufgefallen ist. Überleg mal, er hat eigentlich schon verloren. Und muss 160 checken, um ins Halbfinale zu kommen. Ich schwöre, Whites Karriere wäre anders verlaufen, hätte er das Spiel gewonnen. Krank. Ja. 161, um schon mal einen Punkt gegen Van Gerven zu sichern. Kann man machen. Kann man machen. Kann man immer noch machen. Now he fears he won't be. Bull! He's not going to be. And Chisnall's there! And Chisnall's there! Alter, Alter. Chisnall's there! And Chisnall's there! And Chisnall's there! Cannot believe what he's just seen! Stefan Gerben auch neulich mal good darts. Chisnall didn't
Habe ich, glaube ich, auch ein Video hier gesehen, erzählt mit Good Darts. Niemand sagt Good Darts zu seinem Gegner, außer man ist der fairste Mensch der Welt. Ja, das ist ja der Moment hier, der Maximizer. Guck mal, alle machen hinten so, ich liebe das, alle so, ganze Arena. Überleg mal, du triffst Bull, wenn du zurückgehst vorher, um deinen ersten Titel zu holen. Michael Smith auch fair. Das muss man erstmal machen, ey. Oh, da wo Wright eigentlich schon sowas von zu Hause war. Davor 162 wirft. Im ersten Spiel rausgehen könnte und dann Weltmeister wird. Erste Spiele bei Turnieren, Leute, sind das Schwerste, was es gibt. Bei jedem Turnier fällt mir das auf. Geil, geil, geil. Die Scorpion-Pose von Promi dazu, ey. In a fantastic final. Can he win it in style? Can he win it in style? Oh, yes! Geil. Mervyn King hat gar keinen Bock mehr auf sein Leben. Der war von Gerben, glaube ich, richtig jung, oder? 170 zum Match im Viertelfinale. Natürlich. Ja, Standard. Ich finde, das ist eine psychologisch interessante Situation, in der der Typ, der gerade ein krankes Check gespielt hat, zurückgeht und so mega euphorisch dem anderen die Hand gibt, den er gerade aus dem Turnier geworfen hat. Also so, als ob man erwartet, dass der andere sich dann mitfreut. Und manchmal passiert es dann sogar. Also ich finde das sehr, sehr witzig. Aber ich finde es auch geil, wenn ein Gegner mir mal richtig ein geiles Checkout reinballert. So. Zum Beispiel neulich habe ich gegen Basti gespielt, also wir spielen ja zwar im Team, aber ich spiele auch oft bei Turnieren gegeneinander. Und ich habe 2-0 geführt und dann checkt er 83 über Bull mit Eier auf den Tisch. Und da dachte ich mir so, was soll ich sagen? Ist nice, ist krass. So. Ich kann mich dann darüber nicht ärgern. Habe ich auch so, also, warum sollte man sich dann darüber aufregen? So, man hat sowas Geiles gerade gesehen. Ja, ist halt gegen einen, aber was soll's? Should get a dart at a bullseye. Das ist so gut einfach. Exactly what he needed. Now, treble 19 for the bullseye. What an amazing finish. Alter, damit hat er einfach die Premier League gewonnen. Das Spiel war auch sick. Oh, dieser Weg. Bull, Triple, 15 Tops. Ja, genau, hat er ja gewonnen dann. Wie er hochwirft, ich hätte Angst, dass er auf mich runterfällt. Ja, um sich dann im letzten Set WM-Finale spielt zu 170. Alles klar, ja. Da bist du in so einem geilen Modus, da denkst du über nichts mehr nach, Mann. Natürlich auch dieser klassische Weg, Doppel 16. Eigentlich ist es der dümmste Weg, spielt den auf keinen Fall, weil ihr braucht zwei Triple, wenn ihr, also für den nächsten Visit zum Beispiel. Das heißt, beispielsweise trifft er Triple 18, 18, 18, ne? Dann steht er auf 68, oder? Er trifft Triple 18, steht auf 6, nee, dann steht er auf 50, genau, so ist nämlich. Steht er auf 50 und dann müsste er nochmal stellen, aber wenn du ein Triple triffst, wenn du auf 20 wirfst, dann hast du 100, dann stehst du auf Tops. Das ist ein riesen Unterschied. Also ich würde niemals diesen Weg spielen, das ist dumm, mach das nicht. Außer natürlich, ihr seid Rob Cross und trefft sowieso. Und werdet damit natürlich auch noch Weltmeister, dann ist natürlich was anderes, ja. Anderson. 17 Tops. 108 ist ein richtig geiles Finish, weil es gibt so viele Wege. Du kannst über 20 spielen, dann spielst du Triple 20 für Doppel 14. Du kannst über 19 spielen, dann spielst du Triple 19 für Doppel 16. Du kannst über 18 spielen, dann spielst du Triple 18 für Doppel 18. Oder über 17, Triple 17 Tops. Also du kannst hier da, also 108 lässt quasi alle Möglichkeiten offen. Und
immer auf einem Feld bleiben, sogar mit zwei Darts. Also ich bin da der 18, Triple 18, Doppel 18 Typ. Habe ich auch letztes Mal beim Turnier gemacht zum 18er. Da hat mein Gegner sich nicht so drüber gefreut. Bull, Single, Bull, Bull. Man kennt's. Van Gerven weiß es schon. Van Gerven wusste es schon. Klassisch. Doppel 19, Doppel 19, Doppel 19. 81. Oh. Im Finale. Again, mind games. Double 12. Geil. Ich liebe 132 von Gerben gecheckt. Ich glaube, er liebt selber auch. Still facing a tall order here, Wade. There's one thing that Michael van Gerwen will take from that last throw. Hier, und er ist einfach wieder da, Andy Hamilton, der Hammer, mit diesen lustigen dicken Darts. This can't happen. Can he get this under this pressure? Can he get this under that pressure? Ronny Halbrecht ist auch voll gut. Ohne Witz. It's the treble train needs the ball. For a break of throw. Alter, was für ein Moment auch im Decider. Alter. Ihr müsst immer auf die Legs und so gucken, in welchen Momenten die das spielen. Maul 07 eruit gooien kan ook. Was er schon alles für Darts gespielt hat, ist so witzig. Ja. 170. Ach, er hat verpasst, stellt sich 24 und Taylor spielt jetzt natürlich 170. Die beiden waren eh, weil die Trainingspartner waren, waren die Spiele immer am geilsten. Die hätten halt keine Angst voreinander. Boah. Du stellst hier schon 24, was nahezu perfekt ist, aber es reicht nicht. Ach, das war dieser Weg hier auch, wo keiner weiß, was er Rest hat. Triple 19. Da gibt's nur einen Weg, Triple 20. Oha, doch, es gibt theoretisch noch... Es gibt theoretisch noch diesen Weg. Wenn du die Eier dafür hast, bei 98, 48 für Bull zu spielen. Alter, Legende. Hauptsache Halbrecht wirft Darts, obwohl seine Darts noch im Board stecken. Doppel 18. Bull. Das ist so ein kranker Weg. Das ist so ein kranker Weg. Ja, Trouble 20. Ball again. Oh, it's in! Only way to go! Single Bull, Bull, Bull. Eigentlich machst du es ja nur so rum, wenn der Erste ins Bull geht. Damit du 75 mit zwei Darts spielen kannst. Aber dann kannst du natürlich auch danach, wenn du den Ersten in Single Bull hast, zweimal auf Vollbull gehen. Wenn du gut bist. Doppel 15. Ah. Da war Price noch so unbekannt. Aber 170 gegen Taylor ist natürlich gar nicht gut. Ja, das ist ja das Checkout für mich. UK Open. That is a star's way to win a tournament. Just fabulous. Saracen Cutlass. Sid Waddell, bester Kommentator, by the way. Travel 13 is the next bit.
Double 16 for the big one! Saphil! Zum Weltmeistertitel. It's world champ! Das war die Phase, wo Taylor unsiegbar war. Geil. Also richtig Hammer-Video mal wieder von Giacomo. Ich würde sagen, dann bin ich raus für heute. Wir sehen uns dann am nächsten Video wieder. Hier drücken wir mal auf Abbrechen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Kuss.